So leben immer mehr Menschen weltweit, in riesigen Städten und Ballungsgebieten. Schon heute ist die Hälfte der Weltbevölkerung dort zu Hause. Im Jahr 2050 werden es 2/3 sein. Davon geht die UN-Untersuchung zur Bevölkerungsentwicklung aus. Insbesondere Städte in Asien und Afrika werden boomen. Städte haben eine große Anziehungskraft. Zum Beispiel durch medizinische Versorgung, Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten, Infrastruktur und kulturelle Angebote. Fehlt noch was? Ja, Natur. Aber warum brauchen wir Natur in der Stadt? Zum Beispiel zum Essen. Wenn wir zu so vielen in Städten leben, sollten wir auch über unsere Lebensmittelproduktion nachdenken. Urban Gardening kommt in Mode. Salat, Kräuter und Co. werden auf Dächern oder in Stadtgärten angebaut. Überall in der Stadt geht das nicht. Wildkräuter zum Beispiel von Flächen neben viel befahrenen Straßen können ziemlich schadstoffbelastet sein. Stadtgrün brauchen wir auch fürs Klima. 70% der weltweiten Kohlendioxidemissionen hängen mit den Städten zusammen. Schlecht fürs Weltklima und die Stadtbewohner also auch. Viele grüne Blätter nehmen viel Kohlendioxid auf und produzieren Sauerstoff. Und Bäume und Pflanzen helfen uns auch beim Regulieren der Temperatur in der Stadt. Sie spenden Schatten und kühlen durch Verdunstung. Pflanzen und unversiegelte Böden nehmen viel Wasser auf, wenn es stark regnet oder Flüsse über die Ufer treten. Außerdem ist es schön grün, man kann durchatmen und sich erholen. Außerdem wohnen wir nicht allein in der Stadt. Immer mehr Tiere und Pflanzen leben in unserer Nachbarschaft. Den Stadttieren geht es häufig besser als ihren Verwandten auf dem Lande. Aber nur, wenn es genug Grünflächen und Bäume gibt. Auch viele Wildpflanzen sind inzwischen zu echten Stadtgewächsen geworden, brauchen aber unversiegelte Flächen, um wachsen zu können. Unsere Städte sind auf mehr Natur angewiesen. Und das bedeutet auch für alle Bewohner, mehr Lebensqualität.